Okay. Eigentlich habe ich ja fünf, aber ich weiß, wir sind knapp, oder? Okay. Ja, vielen Dank, Herr Präsident, liebe Kollegen, werter Gast, Gäste. Im Wesentlichen, lieber Sicherheitsdienst, die grundsätzliche Frage hier ist natürlich, ist das Motto beim Ausbau der erneuerbaren Energien, ist es gerechtfertigt zu sagen, viel ist gut, mehr ist besser und koste es, was es wolle. Viele im Haus würden das hier, glaube ich, so durchaus bejahen, aber die EEG-Novelle, die da jetzt geplant ist, ist ja eine Reaktion darauf, dass es doch gewisse Akzeptanzprobleme beim Ausbau der erneuerbaren Energien, der erfreulicherweise schneller vorangegangen ist, als das ursprünglich geplant war, es gegeben hat, und dass wir durchaus, wenn jetzt keine Justierungen vorgenommen würden, wir tatsächlich Gefahr laufen, auch vor allem im Bereich der Versorgungssicherheit Probleme zu bekommen und natürlich auch wirtschaftliche Probleme. Und insofern ist es, ich sag mal, durchaus berechtigt oder vermutlich sogar sinnvoll und notwendig, dort den Ausbau politisch etwas genauer zu steuern. Und es ist auch, glaube ich, durchaus legitim, den unter Umständen zu verlangsamen, vor dem Hintergrund, dass letztlich die Gemeinschaft dafür bezahlt. Das heißt, es ist eine politische Frage, wie schnell das Ganze passieren soll. Und es ist insofern auch durchaus legitim. Das Problem mit den Zahlen nur ist, ich konnte nichts finden, warum jetzt ausgerechnet diese Ausbauziele oder diese Ausbaugeschwindigkeit gewählt worden ist. Und da scheint mir eine ganze Reihe an Willkür einfach da zu sein. Und vor dem Hintergrund tue ich mich tatsächlich schwer zu sagen, das ist jetzt viel zu viel oder das ist jetzt viel zu wenig. Ich befürchte eher, dass es möglicherweise zu wenig ist, wobei das größte Problem, was ich sehe, einfach die zusätzliche Bürokratie ist, die auf die Marktteilnehmer zukommt. Und das ist wirklich nicht schön. Ansonsten beim Antrag der Grünen, die meisten Dinge, die da drin stehen, tatsächlich finde ich so im Eckpunktepapier tatsächlich der Bundesregierung auch wieder. Was ich ein bisschen vermisse, ist das ganze Thema Speicherförderung und das ganze Thema dann Ausbau der Transportnetze voranzutreiben. Ich freue mich auf jeden Fall nochmal auf eine Debatte über diesen Antrag in den Ausschüssen, wenn es noch dazu kommen sollte. Ansonsten bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit.